Zuschauern hat es auch Spaß gemacht und als du rausgegangen bist, haben sie auch ordentlich gesungen. Renato, Renato, oh oh. Gefällt dir sowas? Geht dir sowas dann auch nah? Klar, also wenn du das wieder sagst, habe ich direkt wieder Gänsehaut. Es ist sehr schön, wenn man den Fans etwas geben kann, natürlich durch Leistung und Tore. Heute war 4 zu nichts oder 4 to nothing, 4 to nothing, weil wir haben heute einfach in jedem Zweikampf alles gegeben. Der dritte Sieg in Folge, worin liegt im Moment so der Schlüssel im Erfolg? Ja, ich glaube, dass wir gerade alle zusammen verteidigen. Ich glaube, gegen Düsseldorf in der ersten Halbzeit war es so, wir standen teilweise 30, 40, 50 Meter auseinander. Kannst du nicht verteidigen. Und da haben wir den Fokus drauf gelegt, dass wir die Ketten enger zusammentun, dass wir es Gegner schwer machen, in die Schnittstellen zu spielen. Und ich glaube, nach vorne hin haben wir gerade alle Freiheiten, können wir uns frei bewegen, sind sehr variabel. Und ich habe es vor 3, 4 Wochen gesagt, dass ich nicht mehr hören kann, dass wir zu wenig Tore schießen. Jetzt ist es so, dass wir viele schießen. Und deswegen passt das gerade ganz gut. Ja, ich denke, dass wir in der Breite auch eine sehr gute Mannschaft haben. Wir haben einige Ausfälle und es ist nicht so leicht, dann auch immer ins Spiel zu kommen. Aber ich denke, die Spieler, die wie Ottavio auch, der die Sache wirklich sehr gut gemacht hat, die Spieler waren alle da und das zeichnet uns als Mannschaft auch aus. Und dann macht es auch Spaß für jeden Einzelnen, sich zu zeigen. Willst du vielleicht was dazu erzählen, dass du im Moment mit dem linken Fuß einfach alles triffst? Ja, ich bin einfach gut dran. Ich habe ein super Gefühl mit linker Fuß. Das wusste ich auch, dass ich guten linken Fuß habe, aber musst du versuchen. Wenn du auch nicht schießt, dann machst du auch keine Tore. Wie belohnst du dich heute Abend nach so einem Spiel? Gar nicht. Ich möchte einfach nach Hause meinen Kleinen umarmen und wenn der mich anlächelt, dann ist das für mich das größte Geschenk heute.